Straftaten im Zusammenhang mit der Pandemie, Impfpassfälschung, Maskenatteste, das alles begleitet meine Kanzlei schon seit über 2 Jahren jetzt, seit 2021 etwa fing das an und beschäftigt uns nach wie vor. Also es sind wirklich noch immer viele Verfahren, auch neue Verfahren, die eingeleitet werden, weil Menschen in Deutschland und auch anderswo sich nicht haben vom Staat zwingen lassen. Ja, das sind keine Verbrecher, sondern sie haben halt das Angebot von teilweise dubiosen, teilweise Kriminellen, teilweise aber auch normalen Leuten angenommen, sich nicht impfen zu lassen, sich nicht da unter Druck setzen zu lassen durch diese G-Regeln. Ja, und trotz Arbeitsplatzverlust drohendem haben halt manche gesagt, ich lasse mich trotzdem nicht impfen. Ja. Das sind Folgeverfahren, die noch immer nicht abgearbeitet sind. Und da empfehle ich halt nicht, einfach den Staat damit durchkommen zu lassen, weil warum haben die Leute, haben aus Prinzip einfach mal gesagt, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn jetzt aber ein Brief von der Staatsanwaltschaft, Gericht plötzlich kommt, Geldstrafe 3.000 Euro, 5.000 Euro, dann knicken die meisten Leute ein. Also da sind die wie aufgescheucht, huch, jetzt wurde ich erwischt mit dem Impfpass. Jetzt muss ich schauen, dass es nicht noch teurer wird und die meisten bezahlen tatsächlich. Aber ich habe natürlich auch mit Richtern und Staatsanwälten gesprochen und die sagen mir, also von 25 Fällen oder so hat dann einer Einspruch eingelegt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, auch was das an Kohle dem Staat einbringt. Und da ist es auch eine prinzipielle Erwägung, will ich mich daran jetzt beteiligen? Also ich habe erstmal Widerstand geleistet, ich habe mich nicht impfen lassen, aber jetzt durch die Hintertür wird mir jetzt der Strafprozess gemacht und ich soll jetzt eine hohe Geldstrafe zahlen. Mittlerweile sind die im Schnitt so bei 100 Tagessätzen, also da ist man auch vorbestraft, das ist wirklich nicht ohne. Da kann ich im Einzelnen also gut beraten, ich habe auch Verfahren zur Einstellung gebracht. Die Fälle sind alle unterschiedlich. Ja? Also es gibt, der Klassiker ist natürlich, man geht in eine Apotheke, hat einen falschen gelben Impfpass, oft mit nur 1, 2 Impfungen drin, da sind jetzt nichts mit Masern oder sonst was, das fällt den Leuten schon auf. Ja? Also diese Apotheker, ja, die sind ja eigentlich sowas wie Ärzte, die sollen ja euch auch ein bisschen beraten so. Ihr seid da Kunden, Patienten, denen fällt was auf und die rufen die Polizei. So ist es ja oft gelaufen. Hat jeder Apotheker anders gemacht. Die einen waren gleichgeschalteter, die meisten waren gleichgeschaltet. Ist ja auch pervers. Also ich habe Apotheker oft vernommen vor Gericht und gesagt, war das für Sie normal, dass Sie jetzt da Polizist, Sheriff in Ihrer Apotheke spielen? Und sie sagt, ja klar, also wir werden kontaktiert und die sagen hier, Sie haben jetzt hier Zertifikate auszugeben, auch das eine hoheitliche Handlung. Warum sind denn Apotheken plötzlich zuständig gewesen, um jemanden ein Zertifikat zu beschaffen, mit dem man dann sich frei bewegen darf in Restaurants und so? Haben die alles mitgemacht, nicht? Und oft lief es dann eben so, man zeigt eben diesen gelben Impfpass und dann sagen die, ist es gerade viel los, ich muss mir erst mal ihren Ausweis kopieren. Ja, haben die Leute immer noch nicht gecheckt, dass sie hier gerade eine Straftat reinrutschen. Und ja, dann hat man sich das kopiert und dann hat man die Polizei gerufen, nachträglich. Nicht? Und dann haben die Leute dann eine Hausdurchsuchung oft gehabt. Und warum die Hausdurchsuchung? Weil aber vor allem mit dem gelben Impfpass kann man überhaupt nur nachweisen, dass das eine Urkundenfälschung dann war. Weil den muss man sich genauer anschauen. Wer hat denn da unterschrieben? Wer ist der Aussteller? Ja, ist das irgendwie ein Fantasiename? Aber es kann ja auch genauso sein, dass ein Arzt ausgestellt hat. Also ich habe auch Mandanten, die sagen, ich war beim Arzt, habe ihm 100 Euro gegeben und er hat mir dann so einen Impfpass ausgestellt. Ja, also ich habe so einen Arzt vernommen bei Gericht, der sagt, ja, ich hatte noch ein paar 50, 100, keine Ahnung. Manche Ärzte hatten das nicht. Also man dringt da nicht so durch. Auf jeden Fall, wenn man halt einem den Prozess macht, muss man halt dann darlegen als Richter, dass dieser gelbe Impfpass falsch ist. Was wiederum für euch heißt, wenn ihr sowas gemacht habt, aber A, hattet ihr keine Hausdurchsuchung oder B, ihr hattet eine Hausdurchsuchung und da wurde aber kein gelber Impfpass gefunden, dann kann ich euch helfen. Dann kann ich euch ziemlich wahrscheinlich entweder das Verfahren zur Einstellung bringen, wie ich das schon ein paar Mal gemacht habe, oder es kommt dann zu einem Freispruch vor Gericht. So viel dazu, allgemein zur Taktik. Bei Impfpassfälschung
muss man probieren, das Verfahren frühzeitig zur Einstellung zu bringen. Das heißt für euch, wenn ihr ein Schreiben von der Polizei bekommen habt, wegen kommt mal zur Vernehmung oder so, dann geht nicht einfach zur Vernehmung. Oder wenn ihr einfach, wenn es bei euch losgeht, direkt mit Hausdurchsuchung, redet nicht mit den Beamten. Das hatte ich auch schon Mandanten, die dann sagen, ja, natürlich habe ich mich nicht impfen lassen. Hat auch nicht immer geschadet, ja, weil, wie gesagt, es kommt auf den Impfpass an. Und wenn der halt nicht aufgefunden wurde, dann mag das zwar sein, dass man halt nicht geimpft ist, aber das heißt nicht, dass man eine Urkundenfälschung begangen hat. Das ist eben ein Bereich, der auch für Jurastudenten ganz interessant ist. Impfpassfälschungen werden als Urkundenfälschung behandelt und da kann man ganz normales Studentenwissen einfach mal anwenden. Und das macht auch Spaß, das den Richtern mal vorzuführen, weil viele haben sich natürlich mit der Urkundenfälschung schon lange nicht mehr befasst. Aber jetzt durch die Pandemie war das dann halt ein Riesenthema. Und da kann man den Richtern auch mal ein bisschen Nachhilfe geben, was viele auch nicht wissen. Nur weil man nicht geimpft ist, ja, weil man sozusagen da gelogen hat oder die Regierung verarscht hat, das heißt ja nicht, dass man eine Urkundenfälschung begangen hat, weil eine Urkundenfälschung ist dann eine Urkundenfälschung, wenn der über den Aussteller getäuscht wird. Ja? Also wenn einfach das nicht übereinstimmt, wenn da einfach steht Dr. Sment, ja, und Dr. Sment gibt es gar nicht oder Dr. Sment gibt es und der stellt auch Impfpässe aus, aber diesen hat er nicht ausgestellt und es hat auch nicht Dr. Sment unterschrieben, sondern Dr. Gut, ja. Und Dr. Gut ist halt jemand, den gibt es gar nicht. Ja? Das ist dann eine Urkundenfälschung, wenn das der Dealer von nebenan ist, der Koks-Dealer, der halt jetzt auch noch ein weiteres gewinnträchtiges Geschäft entdeckt hat, nämlich Impfpassfälschung, und der als Dr. Sment einfach unterschreibt, dann ist es natürlich eine Urkundenfälschung. Aber um das genauer dann zu analysieren, braucht man halt eben zumindest diesen gelben Impfausweis. Dann gibt es noch andere Fälle. Also meine Erfahrung ist, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die versuchen euch in dem Bereich irgendwie dran zu bekommen. Ja, also es ist pervers. Die Pandemie ist rum und alles, was uns damals erzählt wurde, dass es gefährlich sei, wenn man als Ungeimpfter irgendwie ins Restaurant geht. Das hat ja auch Lauterbach und die anderen Verdächtigen, sage ich mal, die haben das ja auch eingeräumt, dass sie da übertrieben haben. Umso kurioser, dass die Justiz aber diese ganzen Fälle noch abarbeiten muss. Und da kommt es halt eben drauf an, beispielsweise werden auch Fälle verfolgt, wo gar kein Impfpass da ist. Dann wissen die eigentlich, okay, wegen Urkundenfälschung wird es schwierig. Ja? Was machen wir denn jetzt mit den Leuten, die einfach nur so ein Zertifikat direkt bestellt haben? Ja, also die sind, manche, die schlau waren, sind nicht in die Apotheke gelaufen. Die meisten Leute sind mit dem Impfpass in die Apotheke gelaufen und haben was vorgezeigt und sind so dran gekommen. Ja. Andere, besser organisierte Banden zum Beispiel, die haben halt jemanden in der Apotheke drin gehabt, irgendeinen studentischen Mitarbeiter oder vielleicht der Apotheker selbst. Und die haben einfach dann fertige Zertifikate sich mitbringen lassen. Ja. Auch dahinter ist natürlich die Staatsanwaltschaft gekommen. Also da wird eine Bande zum Beispiel, ist ja wirklich so, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Koks-Dealer, der jetzt auf die Idee kommt, Impfpässe zu machen. Das war ja wirklich so, also teilweise aus dem kriminellen Bereich, wo man gesagt hat, das macht auch Profit, das machen wir auch. Und die haben dann eben einfach die Dinger verkauft. Und das sind ja dann aber keine falschen Zertifikate, um es mal genau zu sagen. Wenn ich mir ein Impfzertifikat aus der Apotheke hier in Freiburg hole, aus der Innenstadt, und da habe ich jemanden, der das für mich macht. Was soll denn daran falsch sein? Es ist wie bei der Urkundenfälschung, der Aussteller muss ja falsch sein. Und das muss man halt eben auch dann wissen als Strafverteidiger. Wer ist denn der Aussteller von diesen Impfzertifikaten, die ich mir aus der Apotheke habe geben lassen? Das ist das Robert-Koch-Institut. Ja? Also die Apotheken haben ja keine eigenen Zertifikate ausgestellt. Die Apotheken haben da irgendein Gerät sitzen gehabt, und die haben Daten übermittelt, ich komme mit meinem Impfpass oder mit was auch immer oder ich komme mit gar nichts, sondern sag einfach, stell mal aus. Und dann übermitteln die einfach Impfdaten ans Robert-Koch-Institut und dann kommt irgendwann ein Zertifikat zurück. So, und dann hat man einfach so ein Blatt Papier mit diesem QR-Code
Und wenn ich so ein Zertifikat erlangt habe, dann will die Staatsanwaltschaft da natürlich auch was dagegen machen. Ja, die weiß, da ist irgendwie schiefgelaufen, die Regierung wird verarscht, die lassen wir nicht davonkommen. Dann machen die nicht Urkundenfälschung, dann versuchen sie es mit 269 StGB, Fälschung, Beweis erheblicher Daten. Auch das funktioniert nicht. Ja, man sieht halt, die versuchen sich an jedem Strohhalm zu klammern, um euch irgendwie noch der Strafbarkeit und der Bestrafung zuzuführen. Aber auch da kann man dagegen ankämpfen. Ist mir jüngst erst wieder gelungen, mit einem achtseitigen Verteidigungsschriftsatz war das Verfahren nach ein paar Wochen eingestellt, nach 170 Absatz 2, also ohne Geldauflage, ohne nix. Schmachvoller Rückzug für die Staatsanwaltschaft, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen möchte. Ich will nur sagen, egal mit was sie euch kommen, man kommt da wieder raus. Was ich auch schon gesehen habe, richtig abwegig bei Impfpassfälschungen, wenn man halt auch diesen QR-Code und sowas bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden hat, aber man weiß, dass derjenige irgendwann mal einen Impfpass gekauft haben muss, aber auch das findet man nicht. Dann ist ein Staatsanwalt auf die Idee gekommen, aber das ist ja Geldwäsche. Geldwäsche? Wie kommt man jetzt darauf im Zusammenhang mit Impfpassfälschung? Naja, Geldwäsche ist halt immer, wenn man irgendwas aus rechtswidrigen Taten zieht, aus Straftaten. Und die sagen halt, dieser Impfpass, der wurde ja rechtswidrig hergestellt, irgendwie falsch und muss ja irgendwie käuflich erworben worden sein. Also auch das, man weiß es letztlich nicht, nur irgendwelche Behauptungen. Auch solche Verfahren habe ich natürlich zur Einstellung gebracht. Die Frage ist dann nur, schafft man es vor der Verhandlung, das zur Einstellung zu bringen oder erst in der Verhandlung. Alles eine Kostenfrage.